Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Little Kinder, ich meine Little Nightmares. Ja, was soll ich groß sagen? Die letzte Folge war bisher die schlimmste von allen. Also wir sind mit wirklich legit gar nichts zurechtgekommen. Aber nun gut, das sehen wir auch am Ende vom Hauptspiel, diese Inselhelden. Wir sind gar nicht so klar gekommen, wir wurden die ganze Zeit... Achso, das war richtig. Okay. Eine Flaschenpost. Ich habe wieder keine Ahnung, wie es weitergeht, das ist immer. Das scheint richtig gewesen zu sein. Ah, sieh mal einer an. Ja, das bringt mir nichts. Eine Lampe. Oh mein Gott. Hätte die Lampe gerade nicht gezittert und ich nicht genau gesehen, da ist nämlich so eine Linie. Als würde man die nach oben und unten bewegen können. Ich hätte das nicht gesehen. Ich hätte das legit nicht gesehen. Ach du meine Güte, das ist das... Oh, böse. Aber cool, aber cool. Gerade packt mich das DLC wieder ein bisschen. Das DLC ist halt wirklich so ein richtig, so wie man das kennt, so ein Auf und Ab, wie eine Gartenschaukel. Also ist der Wahnsinn. Das Game macht mich salty. Im selben Moment kommt es aber mit 10.000 Kindern, die das Game so richtig auffrischen. In diesen 2 Sekunden, wo es ultra eskalativ wird, hat das Game wirklich gebockt. Ich habe wie ein Ghostbusters Gefühl. Please judge me later. Okay, okay. Erstmal ducken und leuchten. Ne, wobei nicht leuchten. Warte, kann ich zielen? Kann ich zielen? Nein, ich kann nicht zielen. Ein Spiegel. Wie wir beim Endboss. Wir haben dieses Haupträtsel jetzt gelöst. Ich weiß nicht, wie der Endboss funktioniert. Beim letzten Mal konnte ich ja gucken, dass man diesen Spiegel dafür braucht. Oder dass da halt ein Spiegel ist. Was mit deinem Face los? Hier ist kein Spiegel. Hier geht es weiter. Ah, bitte nicht. Das war schon beim letzten Mal. So Verfolgungsjagden. Hör auf zu atmen, renn einfach. Okay, die Tür ist zu. Ich muss jetzt noch rätseln, oder was? Hä? Ja, ich muss obviously da hoch. Ich muss hier lang. Wie geht's denn hier weiter? Hä? Hier ist... Der Spiegel ist voll mit Blut. Finde ich jetzt nicht so lecker. Das ist bisher der finsterste Raum von allen. Alles Puppen. Also halt. Wie auch immer man das bezeichnen will.
Die Tür war vorher nicht auf. Das sieht aus wie Battle Arena. Ich kann nichts machen. Ah, sie hat eine Maske auf. Und damit ist es dann auch meine Theorie confirmed. Die Kinder, die hier sterben, werden zu Gnomen. Die Hoffnung war, dass ich Unrecht habe. Aber wir sind tot. Na, guck mal, hier sind die Leute, die essen. Was geht? Ach ja. Sind wir hier nicht auch mit Six lang gelaufen oder so? Nee. Doch? Weiß nicht. Wir können einfach nicht mehr hüpfen. Diesen Aufzug. Vielleicht müssen wir hier rechts was holen. Ich habe keine Lampe mehr. Ich spring da jetzt nicht rum. Wobei, das sieht aus, als wäre da Boden. Das ist... Das war richtig. Okay. Gut. Ich kann nichts aufheben, gar nichts. Ich kann nur laufen. Ah, hier geht's weiter, hier ist so ein kleiner Spalt. Perfekt. Ich kann gerade nicht steuern. Das ist eine Cutscene. Nein! 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 Wir sehen uns wieder, Errungenschaft freischalten. Kann ich was machen? Nein, wisst ihr, wo wir waren? Da, wo Six... Wir sind der Gnom, den Six gegessen hat. Nein! Ich dachte, wir kriegen wenigstens als Gnomen Happy End. No way! No way! Ich kann heute Nacht nicht mehr schlafen. Was? Nein. Nein, 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 nein. Wer war das Typ? Wer war der Typ in dem Fernsehen? Der war so groß. Das war der Janitor mit seinen langen Armen. Ach du meine Güte. Wir können uns mal die Extras anschauen, was wir alles haben. Masken.
Ah ja. Konzeptart. Oh ja, da habe ich Lust reinzuschauen. Die Gnome. Ach du meine Güte. Ich werde mal die Bilder zeigen und im Hintergrund ein bisschen reden. Da sind die Kinder, die wir anleuchten. Das ist alles, was wir haben? Wenig haben wir. Okay. Ja, dann lasse ich die Credits mal durchlaufen. So. Oh mein Gott, Leute. Okay, das Ende holt noch mal einiges raus. Aber ich muss sagen, das DLC hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Es gab einige Stellen, die waren ganz cool. Aber wie ich schon im letzten Part gesagt habe, so circa, ich will nicht zu judgy sein, 60-70%, 65% des DLCs fand ich wirklich schlecht. Es hat sich halt vom Schwierigkeitsgrad sehr vom Hauptspiel abgehoben, was bei einem DLC eigentlich nicht so sein sollte. Aber alles in allem würde ich dem kompletten Spiel mit DLC inklusive, würde ich sagen, sind es schon... Also ohne das DLC wäre das Spiel 90% und mit DLC 60%. Ich würde sagen, zu 60% empfehle ich euch das Spiel und zu 40% muss ich halt einfach sagen, Schmutz. Auch im Hauptspiel gab es einige Sachen, die ein bisschen unübersichtlich waren, das spielt ja auch noch mit rein. Aber das DLC fand ich sehr, sehr enttäuschend. Ich hoffe, im zweiten Teil gibt es, glaube ich, auch ein DLC, das weiß ich nicht. Ich hoffe, da ist es dann besser. Keine Ahnung, das Ende war ultra krass. Oh. Da hat das Game dann doch nochmal einiges rausgeholt mit dem Ende. Aber wenn das Ende jetzt nicht so krass wäre, hätte das 50% bekommen, das DLC. Also, ich empfehle euch, schaut euch das DLC an und kauft es nicht. Spielspaß bietet es teilweise an seltenen Stellen. Aber ich muss schon sagen, die Reise allgemein Little Nightmares hat mir sehr gefallen. Und wenn euch das ebenfalls gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, Leute. Ach du meine Güte, wir wurden einfach gegessen.